Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist wieder Samstag, heute ist Kakerlakentag. Heute gibt's eine neue Kakerlakenparty, unser Hörspiel. Das heißt, ihr hört alle Anrufe aus der vergangenen Woche noch einmal zusammengefasst, ohne mein Gelaber dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Sag, spreche ich mit Herrn Buschmann? Hier steht der KV-Bar am Apparat, ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Sie haben bei uns sich angemeldet, ja? Für Onlinehandel. Keine Ahnung, wann denn? Hallo? Ja. Wie bitte? Ja, keine Ahnung, wann denn? Ja, Herr Buschmann, sprechen Sie Deutsch? Ja, und Sie schauen wir nicht. Bitte? Ja, ich habe gefragt, wann denn? Sie haben das gestern gemacht. Ach so. Ich habe versucht, Sie erreichen, konnte aber nicht. Das war immer nicht erreichbar, ja, die Nummer. Und jetzt meine Arbeit ist hier, Ihnen zu helfen, Ihr Bitcoin-Konto erfolgreich aktivieren. Ja, haben Sie da auch noch eine andere Mitarbeiterin? Ihre Stimme gefällt mir nicht. Warum? Ist so quietschig. Sind Sie seriös? Ja. Okay, Moment bitte, Herr Buschmann. Hier ist Kontoverraterin Linda Janssen am Apparat. Hallo. Gefällt meine Stimme? Ja, ist besser. Ist besser? Ach so, Sie haben Probleme mit Stimme. Ja. Mit Geschmack auch. Was ist der Grund dann? Ja, einfach so. Einfach so, weil Sie keine Lust haben. Genau. Okay. Ja, aber ich gehe gerne den Callcentern auf den Sack, die illegal arbeiten. Illegal? Ja. Sie kennen uns nicht. Das ist egal, ihr ruft auf der Leitung hier an, die ist nur dafür da, dass illegale Leute anrufen. Nein, das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt, das habe ich extra dafür eingerichtet. Doch. Okay. Warum betrügt ihr die Leute? Das machen wir ja nicht. Doch. Erzähl mal, ja, warum betrügt ihr... Wie können Sie das überprüfen? Ja, zum Beispiel, dass eure Lizenzen fehlen und so. Wie bitte? Zum Beispiel, dass ihr keine Lizenzen habt. Google-Rezession. Ja, gibt eine Menge Erfahrungen drüber. Ihr bescheißt die Leute, es kriegt keiner bei euch Kapital. Und die 250 Euro, genauso wie das Skript, was ihr da alle vorlest, das ist genau das gleiche, wie alle anderen Betrüger-Callcenter vorlesen. Das ist der beste Beweis. Das stimmt gar nicht, doch, ja? Doch, das und stimmt. Uns, ich kann garantieren, dass bei uns die Kunden... Nicht glücklich werden, das ist definitiv der Fall. Nee. Doch, 100%. Doch, auf gar keinen Fall. Bei euch macht keiner Profit, außer der Chef. Das ist Ihre Entscheidung. Das ist keine Entscheidung, es ist Wissen. Das ist nicht Wissen, doch, ja? Doch, das ist Wissen. Das ist absolutes Fachwissen. Okay. Ich kann keine Gespräche mit Ihnen, ja, führen, also können Sie auflegen. Ja, wir haben ja schon, weiß ich nicht, wie oft miteinander gesprochen und die quietsche Stimme von vorher hatte ich ja auch schon, weiß ich nicht, 100 Mal auf dem YouTube-Kanal hier. Das war ich eigentlich nicht, von unserer Firma kriegen Sie das erste Mal an. Nee, definitiv nicht, aber ihr habt eine neue Nummer vielleicht von mir, das kann sein. Das weiß ich nicht. Ja, aber ich weiß, dass ihr Betrüger seid, weil ihr schon 1000 Mal versucht habt. Oh Mann, das stimmt gar nicht. Ich weiß nicht, ob Sie schlechte Erfahrungen gehabt haben, vielleicht vorher, deswegen sagen Sie so, oder? Nö, da muss man ja keine schlechten Erfahrungen zu haben. Man braucht aber die Augen aufmachen. Ich vermeide ja, die schlechten Erfahrungen zu sammeln. Und auch für viele andere Menschen. Deswegen veröffentliche ich ja den Bums hier. Damit alle sehen, dass ihr Betrüger seid. Wir sind gar nicht, ja? Also doch. Ich habe Arbeit zu tun. Mit Ihnen kann ich nicht mehr weiterreden, ja? Tja, dann ist es so. Aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dir einen ganz schnellen neuen Job zu suchen. Für irgendwas Anständiges. Auf Wiederhören. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche mit den Herrn Gerd Hochensee mal. Hören Sie mal. Ich grüße Sie. Und zwar ist hier der Herr Schuber von der Firma Elvexo. Sie sind auf unserer Plattform gestern online gewesen bezüglich des Investieren im Finanzmarkt. Genau, und das, Herr Sie mal, wollte ich gerne einmal mit Ihnen gemeinsam durchgehen. Haben Sie denn schon Erfahrung oder sind Sie komplett neu? Ja, also ein bisschen Erfahrung habe ich schon, ja. Ein bisschen Erfahrung haben Sie schon, das ist doch super. Selber schon mal getradet oder allgemein nur automatisch? Nee. Okay, und wie haben Sie das Ganze gemacht, mit dem Handy oder mit dem PC, wenn ich fragen darf? Was denn? Beziehungsweise die Anmeldung. Achso, das habe ich mit dem Computer gemacht. Mit dem Computer. Okay, super. Haben Sie denn den Computer gerade vor sich? Ja? Super. Dann würde ich Ihnen einmal bei der Aktivierung helfen. Sie speziell haben Interesse an Kryptowährung, Aktien
rein oder sind sie da komplett offen? Das ist mir egal. Das ist ihnen egal, okay, super. So, dann schaue ich mal nach. Ihre E-Mail ist hochensee24@outlook.com. Mhm. Super, dann schicke ich Ihnen mal eine E-Mail einmal raus. Müsste gleich dann in Ihr Postfach kommen. Darf ich Sie fragen, wie Sie darauf gekommen sind, auf uns? Über so eine Betrügerwerbung. Über eine Betrügerwerbung? Ja. Ah, und da sind Sie zu uns gekommen? Mhm. Okay, und wie kommt es? Was ja. stand da denn in der Betrügerwerbung drin? Ja, dass man da reich werden kann und dass man Millionär wird und so. Ah, das steht bei uns drin. Ja, das war irgendwie hier so Bitops oder wie die Seite da heißt. Mhm. Ah, und da sind sie auf uns raufgekommen, ja? Hm, ich glaube hier Bitcoin-Code. Ah ja, die ist nicht mehr erreichbar heute. Ist schon abgeschaltet, die Werbeseite. Die Werbeseite ist schon abgeschaltet. Die Werbeseite sagt mir aber auch nichts. Deswegen wundert mich das, dass sie von dort zu uns kommen. Kann nämlich gar nicht sein, dass sie sich genau auf unserer Plattform angemeldet haben. Ja, danach habe ich dann nochmal 100 Anmeldungen erstellt, weil da gestern so jemand so schön beleidigt hat. Das ist doch für YouTube immer praktisch. Ach so, sie wurden beleidigt? Ja, von zwei, drei anderen Kollegen, ja. Hm. Aber nicht von uns, das kann nicht sein. Doch, doch. Die haben genau den gleichen Firmennamen gesagt. Die haben genau den gleichen Firmennamen gesagt, Alvexo. Ja, also auch direkt nach meiner Anmeldung direkt auf eurer Plattform. Da sind noch 100 andere Datensätze. Ja, nee, das kann aber nicht sein. Da sie bei mir im Portfolio sind, kann es nicht sein, dass irgendjemand anderes hier angerufen hat. Ja, wie gesagt, ich habe ja noch hunderte andere Datensätze erstellt. Alles mit anderen Rufnummern. Die kommen alle auf dem gleichen Anschluss hier raus. Ach so, die kommen alle auf den gleichen Anschluss? Ja. Hm. Damit ihr mich nicht sperren könnt. Deswegen habe ich das gemacht. Dass wir sie nicht sperren können? Wie kommen sie darauf? Naja, wenn ich da tausende Anmeldungen mache und mich mit den Betrügern für YouTube unterhalten möchte, dann ist ja blöd, wenn ich da gesperrt werde. Aber ich habe ja, macht man sich schnell eine neue IP, einen neuen Namen und eine neue Telefonnummer und schon klingelt's wieder. Achso, das heißt, Sie haben sich da ganz normal 100-mal angemeldet, einfach aus Langeweile oder wie kommt das Ganze? Ja, zu Aufklärungszwecken, genau. Zu Aufklärungszwecken? Mhm. Okay, und war das für eine Aufklärung? Ja, dass man bei euch auf gar keinen Fall Geld investieren sollte. Dass man bei uns gar kein Geld investieren sollte. Richtig. Dann schauen Sie sich genau. mal eventuell richtig unsere Homepage an. Dann können Sie nämlich unsere BaFin, ja, einmal raussuchen. Können auch gerne mal bei der BaFin anrufen. Genau, das haben wir auch schon gemacht. Das haben wir auch schon auf Video. Haben wir schon gemacht. Und die BaFin ermittelt bereits gegen Sie. Achso, die BaFin ermittelt bereits gegen uns. Richtig. Das ist aber neu für mich. Mhm. Ja. Ja, kann ich Sie mal was fragen? Ja, fragen Sie. Ja, warum gibt es uns denn seit 2014? Tja, das finde ich auch sehr bedauerlich. Ah. Aber da ändern wir auf jeden Fall gerade was dran. Warum arbeitet dein PayPal mit uns? Mhm, genau. Ja, PayPal guckt nicht nach, ob ihr legal seid oder nicht. Ich kann selber einen PayPal-Business-Account anlegen, das ist kein Problem. Achso, und die können keinen Käuferschutz aktivieren, nein? Nee, nicht bei Investitionen, nein. Da kann man keinen Käuferschutz nicht aktivieren. Bei Investitionen, ah. Richtig, und bei Auslandstransaktionen auch nicht. Was, nochmal? Bei Auslandstransaktionen auch nicht. Auslandstransaktionen? Mhm. Hm. Schauen Sie sich vielleicht nochmal genau unsere Seite an, ja, und werden Sie mal ein bisschen schlauer durch das Ganze, ja, und versuchen Sie mal den Unterschied zwischen regulierte Unternehmen und unregulierte Unternehmen. Naja, ihr seid ja nicht mehr reguliert. Außerdem kommt ja noch dazu, dass ihr in den gleichen Betrügerwerbungen drin seid wie alle anderen auch. Ihr habt den Datensatz. Schauen Sie sich, wie gesagt, nochmal das Ganze an, ja, und werden Sie mal ein bisschen schlauer, dann wissen Sie auch, was regulierte Unternehmen sind. Ja, ja, das, ich wünsche auf jeden Fall das Gleiche, weil da bei dir fehlt dann Intelligenz auf jeden Fall. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Ja. Ciao, ciao. Guten Abend, ich heiße Jack und ich rufe Sie von Automatisiert Bitcoin Temp. Wie geht's Ihnen? Mhm. Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns, ja? Ja, und Sie arbeiten mitten in der Nacht, oder was? Ja, richtig. Aha. Das Geld never schläft. Aha. Ja. Ja. Möchten Sie jetzt Ihre Konto aktivieren? Nee, nicht um die Uhrzeit. Ja, schönen Tag noch. Hallo, guten Tag. Mhm. Karik Lauberterbach, ja? Klapperterbach. Hier ist das Seoul. Ich rufe Sie von der Europäischen Haupthandelszentrale. Sie sind da auf unserem Serviceum registriert, deswegen rufe ich Sie an. Ich bin Ihre persönliche Kontoberater und jetzt bin ich dabei, hier Ihnen alles zu erklären und danach Ihnen helfe, Ihre Handelskonto bis Ende zu aktivieren. Herr Karl, am Anfang, ich habe ein paar Fragen für Sie. Klabauterbach, nicht Herr Karl. Klabauterbach. Bitte? Klabauterbach ist mein Name. Ja.
Haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Oder sind Sie ganz neu bei uns? In welchem Bereich? Nein. Na, welchen Bereich meinen Sie denn? Ah, mit dem Online-Handel. Ach so. Online-Trading. Nein. Okay, kein Problem. Dann werden wir für Sie anfangen, ein Konto aktivieren. Sie werden Unterstützung bekommen und damit werden Sie ohne Problem handeln und auch viele Erfahrungen sammeln. Ja? Entzückend. Ah. Jetzt interessiert, Herr Klauber Tabak. Was ist Ihre Motivation? Warum sind Sie jetzt mit Online-Handel interessiert? Ich muss bald meinen Job abgeben und ich dachte mir, dann kann ich ja mit irgendwas anderes illegal Geld verdienen. Aha, wunderschön. Jetzt sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie es ausprobieren? Mittels Tages 250 Euro bis 1000. Na wissen Sie, ich habe jetzt den Start ordentlich beschissen. Bei mir wären noch so 10 Millionen Euro über. Okay, jetzt mache ich alles logisch für Sie. Ihr Ziel ist Geld verdienen, stimmt? Ja, Hauptsache Asche machen. Wenn Sie wollen Geld verdienen, bedeutet das, Sie brauchen immer richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, sind Sie eigentlich geimpft? Bitte? Sind Sie eigentlich geimpft? Hey. Was? Nochmal bitte? Na, ob Sie geimpft sind. Ich habe so viele schöne Spritzen bestellt, haben Sie... Ja, hallo, mit wem spreche ich da bitte? Wenn Sie wollen Geld verdienen, bedeutet das, Sie brauchen immer richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, aber warum haben Sie aufgelegt? Hallo, ich habe gesprochen. Ich habe gefragt, was? Können Sie mal antworten auf meine Frage, die ich gefragt habe? Ich habe doch 8 Milliarden Spritzen bestellt. Haben Sie sich... Ich bin Anna Weber, spreche gerade mit der Herr Schimmeldöner. Ja. Okay, ich begrüße Sie, mein Herr. Ich rufe Sie heute an, aufgrund einer Nachforschung, was Sie zuletzt gemacht haben über Online-Handel. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie daran erinnern? Nee, gar nicht. Hallo, ich spreche mit Gandal. Ja. Hallo, Herr Gandal, das ist Christina. Ich rufe Sie vom Bitcoin-Convert. Wir sind eine Online-Handels-Attorney. Sie haben bei uns Ihre Daten mitgeteilt und Sie möchten Handelskonto aktivieren, ja? Ach so, ja. Will ich das? Okay, sehr schön. So, ich bin Ihre Handelskonto-Managerin. Und ich kann Ihnen helfen mit Kontoaktivation. Ja. So, zuerst muss ich einige Informationen über Sie überprüfen, weil wir sind eine unternehmerregulierte Europäische Union. Wir arbeiten bei Ihnen Regeln, ja? So, Herr Gandalf, können Sie mir bitte sagen, wie alt sind Sie? Nee. Warum? Geht Sie doch gar nichts an. Ich muss es wissen. Ach so? Nein, ich wissen Sie also nicht? Nee. Wir müssen es nicht wissen, ja? Ich kann Ihnen fragen und wenn Sie wollen, Sie können mir antworten. Weil für die Kontoaktivation, ich muss Ihr Konto akzeptieren und deshalb muss ich einige Informationen über Sie überprüfen. Sind Sie Bürger von Deutschland? Na und wie können Sie das überprüfen? Wo haben Sie denn da Anschluss dran, dass Sie das überprüfen können? Nein, ich kann nicht überprüfen, weil ich habe keine Daten für Sie. Ich habe nur Ihre Namen, Nachname. Da sehen Sie, denn Sie gerade haben Sie gesagt, Sie wollen das überprüfen. Aber wie können Sie das denn überprüfen, wenn Sie nirgendwo einen Anschluss dazu haben? Mit Sie, Herr Gandalf. Aha. Aber das ist ja dann nicht überprüfen. Dann fragen, ja. Okay, tschüss. Ja, Betrüger. Hallo, guten Tag, ich grüße Sie. Elsa Birgit hier, ich melde mich von Handelsplattform. Sie sind bei uns als Kunde registriert, wissen Sie das, ja? Vor einiger Zeit. Nö, keine Ahnung. Bitte? Wie heißt die Seite? Auditec Trading, wo Sie mit Bitcoin, mit Rohstoffen, mit Aktien handeln können und damit Geld verdienen können. Ach so, Sie meinen die illegale Webseite, wo ihr Geld klaut? Nein, das ist nicht die illegale Webseite. Nee? Nein. Okay. Und nun? Und da besitzen Sie Handelskonto, aber es ist noch nicht aktiv. Mhm. Und damit Sie weiterhandeln zu können, Sie sollen zuerst aktivieren. Ah ja, genau. Also wollt ihr 250 Euro klauen, damit ihr euch danach dann aus dem Staub machen könnt. Ah ja. Hallo? Hallo. Guten Tag, ich grüße Sie. Na, willst du nochmal probieren, mich abzuzocken oder wie jetzt? Peppi? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, um 13.29 Uhr. Ja, guten Morgen, ich bin hier an... Von wo aus ruften ihr an? Hallöchen. Hallo, guten Tag. Servus. Ja, was möchten Sie denn?
Mein Name ist Damien, hoffe, dass ich nicht störe momentan und ich rufe einen an von den Traders. Es ist eine finanzielle Institution, was über Krypto angeht. Und auch Indizien, Rohstoffen und Aktien. Und wen möchten Sie sprechen? Wie bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Also, haben Sie schon Erfahrungen mit Trading oder nein? Ich habe gefragt, wen Sie sprechen möchten. Wie? Was? Können Sie Deutsch? Ja, dann Deutsch. Dann antworten Sie doch bitte auf meine Frage, die ich Ihnen jetzt dreimal gestellt habe. Ja, aber ich habe es kaum gehört. Aha, dann jetzt einmal gut aufpassen. Wen möchten Sie denn bitte sprechen? Warum sind Sie so laut? Ja. Ruhiger bitte. Ja, aber gerade haben Sie doch gesagt, Sie verstehen nicht richtig. Ruhiger bitte. Könnten Sie jetzt einfach mal die Frage beantworten? Nicht so laut, ruhiger bitte. Ich glaube, bei Ihnen fehlt irgendwie an Intelligenz. Noch einmal, wen möchten Sie sprechen? Wen? Ja. Ja. Ja, wen möchten Sie sprechen? Wen möchten Sie am Telefon dran haben? Antworten Sie jetzt auf die Frage, sonst lege ich auf. Mit Herr Scher? Was? Mit Herr Scher? Den Herrscher, Herr Herrscher. Ja. Ja, ist am Apparat. Also, wie heißen Sie? Ja, Herr Herrscher, was möchten Sie denn? Ist dein Name Rudolf, oder? Was möchten Sie? Also erstmal haben Sie mich nicht zu duzen. Ich weiß nicht, was Sie jetzt von mir wollen. Also, ich habe ein paar Informationen, die ich mit Ihnen mitteilen möchte über Trading. Haben Sie Interesse oder nein? Nee, an so einer Firma, die nicht mal den Namen vernünftig aussprechen kann, geschweige denn zuhören, möchte ich, glaube ich, nichts zu tun haben. Okay, kein Problem. Ja, unseriöser geht's ja nicht. Was? Wie bitte? Ich sagte, unseriöser geht es nicht. Okay. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, ich hoffe nicht. Tschüss. Ey, Betrüger, du musst den roten Knopf drücken, um aufzulegen. Hallo, guten Tag. Ja. Ich spreche mit Herrn Karl. Und ich mit der Martha Ritsch. Was? Frau Ritsch? Nein, Frau Fischer. Ach so, Frau Fischer. Hm? Ja, sie hat heute ganz aggressiv war und ich denke, dass momentan sie sind nicht so aggressiv, ja? Hä? Ja. Was ist los, Bibi? Was? Ja. 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 Genau. Moment, mein Mann will sprechen mit Ihnen. Ach, die Schlampe. Hallo? Ja, hallo, Pippi. Na, wie geht's dir, mein Schnuckelmäuschen? Mit selbst spreche ich. Ja, na, so wie es da steht in eurem Datensatz. Da steht kein nicht. Doch, da steht was drin. Wie heißen Sie denn? Ja, Schnecke vorher hat's ja gerade gesagt. Ihr Anruf ist weitergeleitet an der Finanzabteilung. Leider, ich kriege nicht noch Ihre Daten. Oh, wie schade. Wie heißen Sie denn? Ja. Ja, was? Genau. Genau was? Ja. Genau. Ja. Ja. Prima. Und du? Und du? Wollt ihr noch irgendjemanden grüßen? Nee? Naja, dann halt nicht. Wollen wir irgendwas singen? Hallo? Hello, I'm calling from AvaTrade. My name is Florian and I'm speaking to Sebastian. Was? Hallo? Geht das auch in Deutsch? No, sorry. Was? I can't speak German. Ja, und warum rufst du mich denn an? Sorry. Aha. Und was soll das jetzt? I can't understand, I'm sorry. Ja, aber warum rufst du mich denn überhaupt an, wenn du kein Wort Deutsch kannst? Hallo? Yes? Ja. Warum rufst du mich denn an, wenn du kein Wort Deutsch kannst, hä? I'm sorry, I don't understand, but I will send you an email. Ja, aber nö, will ich ja nicht deine scheiß E-Mail. Ich will jetzt wissen, warum du mich anrufst und nicht ein Wort Deutsch kannst. Sollen das, hä? There is German speaking, but not right now. Ja, du wurdest auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wa? I will just send you an email, okay? Ja, kann es sein, dass irgendwas in deinem Köpfchen nicht funktioniert? Weil ich meine, du kannst ja kein Wort Deutsch und bleibst trotzdem die ganze Zeit an der Leitung. Macht das überhaupt noch halbwegs Sinn? Eigentlich nicht, oder? I'm sorry, I don't understand German. Ah, du wiederholst dich einfach immer nur gerne. Gut, wenn das dein Job ist, dann können wir halt so die Zeit von dir verschwenden. Und, kommt da noch was? I'll just send you an email. Ah ja, genau, da wiederholt er sich dann wieder. Ja, aber was soll das jetzt hier? Musst du mir schon mal erklären. Püppchen? Ja, yeah. Okay.
Ja, ist das gut, ja? Ja. Ah, okay. Super. Wollen wir denn jetzt auflegen oder noch ein bisschen weiter telefonieren? I will hang up. I will just send you an email regarding the call. Aha, ja, okay. Also 2 Minuten haben wir ja schon rum. Also ich meine, meinetwegen kann man doch ein ganzes Video noch mitmachen. Ist ja auch mal ganz lustig, wenn wir voll aneinander vorbeireden. I'm sorry, I don't understand. I'll just send you an email, okay? Ja, das habe ich schon verstanden mit dem Understand, aber was soll denn das? Musst du mir mal ein bisschen näher erklären. Hello? Ja? Hello, good evening. I'm speaking with Mr. Simon. Och nö, ich will jetzt nicht schon wieder auf Englisch voll gelutscht werden. Das haben wir doch schon die ganze Zeit jetzt hier immer gehabt heute. Kann man nicht mal irgendwie mal wieder einen Deutschen ans Telefon bekommen, der mich hier voll lutscht? You don't understand any of English? Ja, das funktioniert wieder richtig super, dich hier zu verwirren am Telefon, indem man dich mit Scheiße voll lutscht. Yeah, okay. Thank you very much. Ja, du bist eine Kakerlake. Goodbye. Hallo? Am I speaking to Mr. Harry? Was für ein Ding? This is Nicola Johnson, sir. How's they going today, firstly? Aha. Und was willst du jetzt von mir? Do you speak English, Mr. Harry? Nee. Das ist ein deutscher okay. YouTube-Kanal. Okay. You speak... Mm-mm. Okay. Which language do you use then? Ja, Deutsch. Deutsch? Okay. Let's do something like this, Mr. Harry. Do you use the WhatsApp application? Fick dich, du bekommst kein WhatsApp. Hast du eine komplette Lattenschuss oder was? Do you use WhatsApp application? Fuck you, motherfucker. Glaube, Zarbach? Ja, hallo. Ich grüße Sie, mein Name ist Bruno Meyer und ich sehe, dass Sie sich bei uns registriert haben für Onlinehandel. Hallo? Hören ja. Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, der Grund meines Anrufs ist, einmal die Daten mit Ihnen abzugleichen. Ja, wer sind Sie denn genau? Wie meinen Sie, wer bin ich genau? Sie haben sich auf unsere Software registriert und ich rufe Sie deswegen genau an. Ja, und wie heißt die Software? Für das Bitcoin-System. Ach so. Und wie ist Ihr Name? Ja. Hallo, schönen guten Morgen. Ich spreche mit Luise Exquisite. Exquisite spricht den Namen richtig aus? Ja. Okay. Ja, Exquisite. Mein Name ist Bruno Meyer und ich sehe, dass Sie sich bei uns registriert haben für online. Ja, hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja. Hallo. Ja. Was denn? Hallo. Ja, sprichst du jetzt auch? Ey. Mäuschen, man kann dich hören. Schnecke, dein Gesicht stinkt. Und warum hast du jetzt dein Mikrofon aus? Schnecke? Willst du deinen Chef damit stören? Soll ich dem Bescheid sagen, dass du die Leute anrufst und dann Pause machst in der Zeit? Ja. Hello. Hello, I'm speaking with Mr. Sigmund. Ja, und jetzt willst du mich auf Englisch oder was? No, do you speak English? Do you understand English? Ne, wir haben ja einen deutschen YouTube-Kanal, also müssen wir auch auf Deutsch reden. I don't understand you, sir. I don't speak German. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Rufst du ja schließlich bei mir an. Okay, thank you, goodbye. Grüße Sie, hallo. Hallo. Liliane Morell ist mein Name und ich melde mich von der Firma Kryptotech. Sie wollten am Finanzmarkt Geld verdienen, korrekt, ja? Ja. Haben Sie schon Erfahrungen in dieser Richtung schon mal gehandelt? Nein. Sie sind aber voll motiviert, richtig? Ja. Ja. Mit welchen Finanzprodukten wollen Sie handeln mit? Jetzt kommt ein Ja, nicht mehr, richtig? Weiß nicht. Und wissen Sie nicht?
Nee. Warum? Ja, woher soll ich wissen, warum? Wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich auch nicht, warum. Genau, aber wissen Sie, was das Finanzprodukt bedeutet? Oder das habe ich auch, haben Sie auch nie sozusagen gehört? Nee. Wir haben 21. Jahrhundert, wissen Sie? Echt, seit wann? Wissen Sie das oder wissen Sie das auch nicht? Hm. Ich glaube, sind Sie zu blöd dafür. Ja? Schaffen Sie es nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht fehlt Ihnen ja ein bisschen Intelligenz. Ich meine, nee, Freundlichkeit. Sind Sie zu blöd dafür. Schaffen Sie es nicht. Sorry, ja. Aber... Hm. Naja, aber immerhin bin ich nicht in so einem Call. Hallo? Ja? Liliane Morell ist mein Name und ich melde mich von der Firma Kritotech. Guten Tag. Sie wollten am Finanzmarkt Geld verdienen, korrekt, ja? Natürlich. Haben Sie schon Erfahrungen in dieser Richtung, schon mal gehandelt? Nicht wirklich. Mit welchen Finanzprodukten wollen Sie bitte handeln? Ich dachte hier so an den Bitcoin und so. Genau, dafür brauchen Sie aber, wissen Sie schon, $250. Das haben Sie zur Verfügung, richtig? Nee, also Dollar besitze ich gar nicht bis jetzt. Ich habe nur Euro. Mhm. Okay, Sie wollten am Finanzmarkt einsteigen und Geld verdienen, aber investieren wollen Sie irgendwie nicht, richtig? Nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich keinen Dollar besitze. Ich habe nur Euro. Können Sie ein bisschen lauter sprechen, weil ich verstehe nicht so gut, was Sie sagen. Dafür kann ich ja nichts. Wie bitte? Dafür kann ich ja nichts. Genau, aber Sie müssen ein bisschen lauter sprechen. Das können Sie doch. Schaffen nee. Sie es, oder? Na, ich brüll doch jetzt hier nicht rum. Wie bitte nochmal? Ja, dann müssen Sie Ihren Hörer mal lauter stellen. Hab ich schon, aber Sie reden zu leise. Ach das so. Ist das Problem. Ja, gut, das mein Gott. Da kann ich Ihnen leider nicht behilflich sein. Ja, dann diese Möglichkeit, was Sie heute haben, dann verpassen Sie es. Bitte schön. Mein Gott, mir für mich zum Beispiel egal, völlig egal, Sie oder jemand anderer. Verstehen Sie? Ja, mir ist das auch egal. Dann nehmen wir halt die nächste Firma, die bei mir anruft und... Hallo? Ja, was denn? Hallo. Ja. Guten Tag, Herr Klabauterbach. Mein Name ist Theo. Melde mich von Finanzabteilung der Stoxdisi-Firma. Und ich sehe Ihre Anmeldung für unsere Trading-Plattform Online-Händler StockDisi, Herr Karl Klabauterbach. Und die E-Mail-Adresse karl.klabauterbach@mdcfan.de. Haben Sie schon zuerst Ihre Anmeldung gemacht mit unserer Affiliate-Partner Referral Random War Unique? Was für ein Ding? Für unsere Trading-Plattform, wir können jetzt Ihnen eine Promotion geben. Normalerweise ist es 1000 Euro ein eigenes Trading-Konto für Online-Handel öffnen, aber wir können Ihnen eine sehr gute Promotion für 250 ein Basic-Konto geben, Ihr eigenes StockDisi-Konto für 250 Euro nur. Und Sie haben unsere Finanzberater, die werden Ihnen alles erklären, wie man kann viel Geld pro Monat verdienen und wir nehmen nur 5% von Ihrer Gewinn. Klingt das gut für Ihnen, Herr Klabauterbach? Ne, irgendwie klingt das ziemlich verwirrt. Haben Sie schon vielleicht geguckt, wie es scheint, unsere Plattform? StockDisi, sind Sie schon angemeldet? Eingeloggt? Nö. Ah, Situation, ich empfehle, ich kann Ihnen eine E-Mail schicken mit Info, so Link von unserer Website, neue Canva, Sie können einfach ohne Geld nur an Demo-Version rein, gehen, sich einloggen und Sie können schon langsam sich entscheiden, ob Sie möchten mit uns ein bisschen extra Geld pro Monat verdienen. Ich das karl.klabauterbach@mdcfan.de, immer aktuelle E-Mail-Adresse. Ja, schon meine E-Mail raus, aber ich weiß nicht, was Sie jetzt von mir möchten. Okay, ich werde diese Info-Mail Ihnen schicken, so Theo von StockDisi, und dann ich melde mich, wenn möglich, nächste Woche gleicher Zeit. Ist das alles in Ordnung mit Ihnen? Nee, ich weiß ja nicht, worum es geht. Es geht um unsere Trading-Plattform. Ich habe Ihre Registration. Sie haben mit einer von unseren Partnern angemeldet. Ich weiß nicht, mit wem. Ich sehe so random Affiliate-Partner. Für Trading. Sie möchten Trading machen und ein bisschen extra Geld pro Monat verdienen. Entschuldigung.
Ja, aber ich bin jetzt trotzdem nicht schlauer draus geworden, was Sie jetzt von mir wollen. Deswegen sage ich, ich schicke dich diese E-Mail-Info, es kostet nichts. Du kannst dich, wenn du möchtest, einfach sehen, unsere Website, unsere Plattform, du kannst auch drin nachgucken. Ich gebe dich ein neues Passwort mit deinem E-Mail-Cloud, karapuklabautebach@mdccfan.de als Benutzername. Du kannst einmal nachgucken, wie es funktioniert, wie es scheint, und dann du kannst dich entscheiden langsam, nachdem ich kann dich nächste Woche anrufen. Zum Beispiel. Ja, können Sie mir vielleicht erstmal erklären, seit wann ich Ihnen das Du angeboten habe? Es ist eine Affiliate-Partner-Firma. Ich weiß nicht, mit wem du hast vor Trading angemeldet bist. Normalerweise, ich habe diese Info, aber in deiner Situation, es ist geschrieben in meinem Kommentar, Random Source, Client Source Random. Normalerweise, ich habe Best Coin Offers, Bitcoin Evolution und so weiter und so weiter. So, ich kann nicht diese Information dir geben, leider. Tja, dem Anschein nach haben Sie wohl keine gute Kinderstube genossen, ne? Karl, ich habe keine Zeit zu verlieren. Die Leute, meine Kunden, machen viel, viel Geld. Wenn du nicht interessiert bist, einfach sag mir und ich wünsche dir alles Gute, okay? Tja, also mit so einem abartigen Unternehmen will ich nicht zusammenarbeiten, was nicht mal ansatzweise Höflichkeitsbomben bewahren kann. Ja, du bist angemeldet und dann du wechselst deine Meinung und bla 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 bla. Ich habe keine Zeit. Ja, sowas Unseriöses will ich am Telefon nicht haben. Ich schicke dich ein E-Mail, wenn du. Warum schreien Sie denn so rum? Langsam entscheiden, aber du möchtest mein Zeit. Hallo, du sollst auch bei mich zu duzen. Das brauche ich gar nicht. So, alles Gute zu dir, ja, kleiner Betrüger. Und Tucci. Sie sind ein Betrüger. Sie sind Krimineller. Ja, hallo. Am Apparat ist Sebastian Kraus. Ich melde mich von Finanzdaneben. Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht. Brauchen Sie Hilfe zu einem Online-Handelskonto aktivieren? Ja, weiß ich doch nicht. Wie bitte? Ja, weiß ich doch nicht. Wann haben Sie denn da mein Konto angemeldet? Nochmal bitte? Ja, weiß ich nicht. Was wollen Sie denn von mir? Eigentlich, was wollen Sie von mir? Weil ich sehe, dass hier... Ja, ich will von Ihnen gar nichts. Brauchen Sie Hilfe zu einem Online-Handelskonto aktivieren? Ja, was denn für ein Konto? Das steht in den Daten hier. Online-Handelskonto. Online investieren, online kaufen, online verkaufen. Ja, was denn für ein Konto? Online investieren, online kaufen, online verkaufen. Ja, weiß ich nicht. Das sind ein paar nette Schlagwörter, aber damit kann ich jetzt nichts anfangen. Ja, doch. Nee. Kann ich nichts mit anfangen. Haben Sie gehandelt bis jetzt online oder sind Sie das erste Mal online handeln? Ja, ich weiß nicht. Was wollen Sie denn von mir? Was für Online-Handel? Krypto, Bitcoin, Forex, Aktien, Rohstoffe. Ja, was ist das? Was macht man damit? Das können Sie gerne investieren und gerne Geld verdienen. Ja, ich habe ja sowas nicht, dann kann ich auch nichts investieren. Wie bitte? Ich besitze sowas nicht, das kann ich dann auch nicht investieren. Ach so. Ja, wenn ich das so, tut mir leid, ich kann nicht weiterhelfen. Ja, ich weiß gar nicht, was Sie überhaupt von mir wollen. Und bleiben Sie gesund bis... Ich weiß ja nicht mal, von welcher Firma Sie anrufen, das haben Sie ja auch nicht gesagt. Von welcher Firma? Nee, ja, von welcher Firma. Achso, wie ist es? Allianz Group. Was für ein Ding? Allianz Group. Das ist ein Online-Handelsplattform. Aha, sag mir nix. Kenn ich nicht. Ja, deswegen wir sind da. Aha. Ja. Ja, nu? Ist ja schön, dass es sie gibt, aber was habe ich damit zu tun? Das ist ein Online-Handelsplattform, Allianz Group. Aha. Bei uns ist 10 Millionen Leute momentan. Investment und aha, und nun? So weiter. Ja, was habe ich jetzt davon? Sind Sie vielleicht ein YouTuber? Was für ein Ding? Sind Sie vielleicht ein YouTuber? Was ist das? Bitte? Was meinen Sie damit? Achso, sind Sie ein YouTuber? Ja, was ist das? Ich kenne das Wort nicht. Ja, doch, sind Sie ein YouTuber, das ist Schüler von okay, wenn haben Sie gar keine Interesse, tut mir leid. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ich weiß ja nicht, was Sie wollen. Ich habe ja auch gar nicht gefragt, dass Sie mich anrufen. Ja, weil ich sehe, dass hier brauchen Sie Hilfe zu einem Online-Handelskonto aktivieren. Ja, ich habe nicht nach Hilfe gefragt. Ich wüsste auch nicht mal, welches Konto.
Das ist ein Online-Handelskonto. Ja, weiß ich schon nicht. Online-Geld verdienen, online investieren. Aha. Ja. Ja. Und nun? Wer bitte? Ja, und nun? Ja, guten Tag. Mein Name ist Sabine Falkenreck vom Werbedatenmanagement. Mit wem spreche ich denn bitte? Sie rufen mich doch an. Ja, also wir haben die Telefonnummer, die wurde uns so angegeben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen hier so richtig übermittelt bekommen habe. Aha, ja, und warum haben Sie meine Daten übermittelt bekommen? Sie hatten angefragt, woher oder warum wir Sie angerufen haben. Ja, also ich weiß nicht, ob der Nachname Lausebengel korrekt ist, ja. Aber darf ich Sie so anreden? Ja. Mit Herrn Lausebengel. Aha, okay. Gut, Sie hatten eine Anfrage gestellt, das ging hier um Cora Blue, ne? Und ich bitte erstmal um Entschuldigung für die Verzögerung bei der Beantwortung. Und wir hatten das natürlich jetzt recherchieren wollen, ne? Und wollte mich einfach mit Ihnen in Verbindung setzen. Ja? Aha. Ja, und weiter? Ja. Und zwar haben wir die Information, dass Sie sich angemeldet haben auf im Internet bei einem Gewinnspiel und haben der Weitergabe der Daten zugestimmt. Ja? Ja, Sie wissen aber schon, dass man dann nicht anrufen darf. Sie brauchen dafür ein Double Opt-in nach deutschem Gesetz. Also ich kann Ihnen nur sagen, dass es eben so angegeben wurde. Ja, ich habe Interesse an weiteren Angeboten und deswegen haben wir ganz unverbindlich Sie angerufen. Natürlich werden wir die Daten sperren. Ja, ich würde Ihnen das gerne auch schriftlich bestätigen, wobei ich ja nicht davon ausgehe, dass das die korrekten Daten sind, der Vorname und der Nachname, aber auf jeden Fall die Daten, die uns vorliegen von Ihnen oder die Sie angegeben haben, die sperren wir auf jeden Fall. Ja, auch die Telefonnummer natürlich. Ja, aber trotzdem beginnen Sie ja Kaltakquise damit. Sie haben nicht die Berechtigung anzurufen. Gut, wäre jetzt hier, könnten wir uns drüber streiten. Ich würde es Ihnen schriftlich zukommen lassen. Ja, wir haben das hier auf dieser Internetseite, wo Sie sich angemeldet hatten, beziehungsweise das Gewinnspiel, das Sie mitgemacht haben. Na, und die Einwilligung ist uns weitergegeben worden. Wie gesagt, wir sperren die Daten und dann erhalten Sie natürlich keine Informationen mehr. Ja, aber dann würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, dass Sie bei diesem Datenhändler keine Daten mehr kaufen, denn das ist ein illegales Gewinnspiel und eine illegale Datensammelwebseite, wo Sie die Daten eingekauft haben, um anzurufen. Gut, das möchte ich jetzt auch nicht näher zu äußern. Wie gesagt, Sie liegen uns über diesen Weg jetzt vor und ich kann Ihnen das jetzt so telefonisch versichern, dass wir die Daten sperren werden. Ansonsten mit der korrekten Anschrift würde ich Ihnen das schriftlich bestätigen. Aber wenn Ihnen das so ausreichend ist, dann, wie sehen Sie das? Ja, die Anzeige ist ja so, ist ja trotzdem raus, ne? Also das ist ja klar, weil die Kaltakquise ist ja schon gelaufen. Mhm, ja, wir hatten Sie angerufen und ja. Sie haben, ja. Richtig, unberechtigt. Es ist ja auch ganz unverbindlich. Ne? Ja, das spielt ja keine Rolle, ob es verbindlich oder unverbindlich ist. Das ist vollkommen nebensächlich. Sie haben keinen Double Opt-in und dadurch ist es illegale Kaltakquise, was Sie machen. Und es kann 1a nachgewiesen werden, dass Sie Ihre Daten illegal einkaufen in einer absolut unseriösen Quelle. Gut, ich nehme das jetzt so zur Kenntnis, wenn Sie das so sagen. Ja, ich wollte mich einfach melden bei Ihnen und Ihnen so den Sachstand sagen. Ja, also wie gesagt, die Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, ich weiß nicht, die Anschrift, ob die korrekt ist, wir sperren es auf jeden Fall. Alles ja? klar. Gut, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. Tschüss. Dann auf Wiederhören. Tschüss. Schönen Tag. Hallo. Ja. Sprich mit dir ablassen? Ja. Okay, mein Name ist Vanessa Schulz. Ich melde mich von Online-Handel-Plattform. Sie haben Interesse gezeigt, auf dem Finanzmarkt zu handeln
und ich sehe, dass Sie haben schon gehandelt. Ist das korrekt? Ja. Okay, darf ich fragen, mit welcher Firma haben Sie gehandelt? Okay, und darf ich fragen, haben Sie das allein gemacht, oder? Ja. Okay, Sie haben das allein gemacht. Korrekt? Ja. Okay, und wie viel haben Sie profitiert? Was für Erfahrung haben Sie? Ja, das geht Sie ja nichts an. Bitte? Ich sagte, das geht Sie ja nichts an. Okay, hier ablassen. Ich melde mich von Kryptotisch und vielleicht wissen Sie das von unserer Seite. Wir haben Möglichkeit, mit persönlichen Finanzberater zusammenzuhandeln. Mhm. Okay, und das bedeutet, dass Sie werden nicht allein handeln, sondern mit der Person, die will für Sie die Positionen öffnen und schließen. Und diese Person hat 10-jährige Erfahrung auf dem Finanzmarkt. Das bedeutet, dass Sie werden mehr profitieren. Ja, brauche ich ja nicht. Okay, und warum haben Sie dann Anmeldung gemacht? Ja, wo denn? Bitte? Wo denn? Kryptotech. Bei unserer Webseite. Sie haben Anmeldung gemacht. Sie haben Ihre Daten eingegeben bei uns. Nee, das kann nicht sein. Okay, alles klar. Werden Sie dann irgendwo illegal aufgekauft haben? Ja, guten Tag. Hallo, schönen Tag. Ja. Ist mit Herr Aufgang? Ja, ist immer parat. Herr Aufgang, mein Name ist Vanessa Schulz. Ich melde mich von Online-Handelsplattform. Oh ja, ganz Herr Aufgang, toll. Ich sehe, dass Sie haben schon gehandelt. Ist das korrekt? Nein. Okay. Herr Aufgang, Sie haben Interesse, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Ja. Okay, und warum haben Sie denn nicht gehandelt? Ja, weil ich noch bis jetzt noch keine Möglichkeit dazu gehabt habe. Okay. Ja. Herr Aufgang, vielleicht wissen Sie, mit welcher Anlagewerte möchten Sie handeln? Nein. Okay. So ehrlich zu sein, 99% von unseren Kunden haben gar keine Erfahrung auf dem Finanzmarkt, aber es ist kein Problem. Aha. Weil von unserer Seite bekommen Sie volles Unterstützung. Das bedeutet, dass Sie bekommen von unserer Seite Ihr persönlicher Finanzberater. Und Sie werden nicht allein handeln, sondern Sie werden mit einer Person handeln, die hat mehr als 10 Jahre Erfahrung auf dem Finanzmarkt. Und er will Ihnen dabei helfen, die Positionen zu öffnen und zu schließen. Und damit können Sie natürlich mehr profitieren. Mhm, entzückend. Okay, und Herr Aufgang, wissen Sie vielleicht, was ist Staatskapital? Mit welcher Summe können Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Natürlich weiß ich das. Die Betrüger wollen doch immer 250 Schinken haben. Warum denken Sie, dass wir Betrüger sind? Na, weil du das gleiche Skript vorliest wie alle anderen, die vor dir angerufen haben. Also so um die 1000. Okay, und wenn Sie haben noch nicht gehandelt, wie gesagt, Sie können nicht sagen, dass wir Betrüger sind. Natürlich, wenn ihr alle das Gleiche vorlest und den gleichen Müll erzählt und alle keine Ahnung habt von dem, was ihr da tut. Außerdem rufst du mich ja illegal an und machst dir eine Kaltakquise. Okay. Schnecke. Okay. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Lulipusch? Ja. Ja, ich sage auch mal am Apparat, ich rufe Sie vom Finanzmarkt und Sie haben bei uns eine Anmeldung für Online-Handel gemacht, richtig? Weiß ich nicht. Wann denn? Sie haben das also letzte Woche gemacht und jetzt meine Arbeit ist hier, Ihnen zu helfen, Ihr Konto erfolgreich aktivieren, ja? Was denn für ein Konto? Konto mit Bitcoin. Ach so. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Wissen Sie, wie funktioniert das und welche Möglichkeiten kriegen Sie von unserer Seite? Nee. Okay, dann ich werde das alles erklären und dann Sie können entscheiden, ja? Aha. Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Wunderschönen guten Tag, Frau Schwarz, sprecht am Apparat. Ich melde mich von Haupthandelszentrale. Wie ich weiß, Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, aber hat das nicht geklappt, richtig? Hat nicht geklappt? Oh, warum das denn? So steht in meinem System, bitte, weiß ich nicht. Haben Sie schon mal gehandelt? Ja. Und
was für Erfahrungen haben Sie denn? Na, wie meinen Sie die Frage? Also sind Sie zufrieden, Ihre Erfahrung, also haben Sie Gewinne, Verluste oder ist das ein bisschen gemischt? Oh ja, ich bin da sehr zufrieden. Ich habe sehr viele Gewinne mit meinem Handel gemacht. Wow, gut. Ja. Und mit solchen Finanzinstrumenten? Wie meinen Sie das denn? Solche Vermögenswerten, bitte. Wie bitte? Vermögenswert. Mit wem haben Sie gehandelt? Also, Damit eBay. Kryptos, Aktien, oder? Nee. Was meinen Sie, dass Sie mit eBay gehandelt haben? Damit eBay habe ich gehandelt. Haben Sie, was haben Sie dort gemacht? Da habe ich meine Schlüpfer verkauft. Haben Sie viel Zeit und wissen Sie, was sollen Sie machen? Was meinen Sie denn? Also, Sie haben gar nichts zu tun, Spaß zu machen. Wieso? Warum? Was meinen Sie denn damit? Sie haben doch mich angerufen und stellen mir komische Fragen. Genau. Ja. Genau, also ich melde mich wegen Ihrer Registration, ja? Sonst würde ich nicht anrufen und würde ich auch keine Daten von Ihnen haben. Ach so. Genau deswegen habe ich angerufen. Und wenn Sie kein Interesse haben, dann sagen Sie bitte ganz einfach, ich habe nicht kein Interesse. Das habe ich ja nicht gesagt. Was haben Sie nicht gedacht? Na, ich habe doch nicht gesagt, dass ich kein Interesse habe. Sie haben doch mich angerufen. Woher habe ich Ihre Daten, ob Sie kein Interesse in dieser Richtung haben? Ja, das weiß ich doch nicht. Registriert. Ja, das ist doch in Ordnung so. Wer ist verantwortlich mit Ihren Daten, bitte? Ja, ist doch in Ordnung so. Sie selber. Ja, ist doch in Ordnung so. Schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Hallo? Ja. Ich grüße Sie, Daniel Schmidt am Apparat. Hören Sie mich? Mhm. Ich rufe Sie von der Kryptotech an. Ja, und warum 100 Mal hintereinander? Bitte? Und warum 100 Mal hintereinander? Weil Sie registriert haben. Wenn Sie das nicht brauchen, dann löschen Sie Ihre Daten, okay? Ja, und warum rufen Sie denn Sturmklingeln an? Das habe ich gesagt. Das ist keine Begründung. Also, Sie haben angemeldet, richtig? Ja, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, also in Vergangenheit haben sie das gemacht, deswegen also... Ja, aber was berechtigt sie dazu, bei mir hier Sturmklingeln zu machen? Wenn Sie Stress haben, dann löschen Sie Ihre Daten, okay? Sie sollten sich mal wirklich eine Packung Gehirn zulegen, Herr Fake-Name. Hallo? Hallo? Ja, denn? Sprich mich hier Aufgang? Ja. Aufgang. Mein Name ist Vanessa Schulz. Ich melde mich von Online-Handelsplattform. Sie haben Interesse gezeigt, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Ist das korrekt? Wann denn? Ja, genau. Ich habe gefragt, wann. Das kann man nicht mit Ja genau beantworten. Sie haben gesagt, handeln, nicht? Ach, können Sie auch eine Frage beantworten? Ich habe gefragt, wann. Okay. Einen Moment, bitte. Okay, es war in diesem Monat, aber ich kann nicht genaue Zeit sagen. Ja, und warum ruft ihr hier im Sturm an? Sie haben Interesse gezeigt, so ich... Das ist ja kein Grund, hier tausendmal hintereinander anzurufen. Ich melde mich bei Ihnen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja, die Frage war, warum rufen Sie hier im Sturm an? Warum rufen Sie tausendmal hintereinander weg an? Ja, da fehlst du wieder vollkommen an Intelligenz, ne? Irgendeine Schraube locker. Ja, war klar. Kaum stellt man eine Frage, weiß Papi schon wieder nicht mehr Bescheid. Da sitzen wirklich nur Leute mit Gehirnschaden. Bisschen zu viel am Insektengas geschnüffelt, ne? Papi Mäuschen. Ja? Was denn? Schönen guten Tag, Herr Rüber. Hier spricht Haus Dietrich von Haupthandelszentrale. Wie geht es Ihnen? Ja, weiß ich nicht, was ist Haupthandelszentrale? Also, der Grund meines Anrufes ist, dass Sie Interesse am Finanzmarkt geäußert haben. Haben Sie schon gehandelt, ja? Ich habe eine Frage gestellt. Haben Sie schon gehandelt, ja? Meine Frage ist, haben Sie allein gehandelt? Und meine Frage ist, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich vielleicht irgendwie ein bisschen ansatzweise Gehirn zuzulegen? Was meinen Sie damit? Ja, genau das da. Weil irgendwas scheint bei dir nicht zu funktionieren. Ich glaube, du hast zu viel Insektenspray geschnippelt, ne? Kann das sein? Am Ende habe ich leider nicht verstanden, was Sie gemeint haben. Ja, auch am Anfang nicht.
Also ich wollte Ihnen unser Arbeitskonzept einfach erklären. Ja, also betrügen, abzocken, Menschen berauben, illegale Bankgeschäfte. Ich glaube, das kann ich schneller zusammenfassen als du. Nein, also Sie haben vielleicht doch. Eine schlechte Erfahrung. Nee, aber Sie haben vielleicht eine schlechte Job-Lady. Ich bin damit nicht einverstanden. Aber ich bin damit ganz schön einverstanden, dass irgendwas mit deinem Job nicht funktioniert. Hallo, ich grüße Sie, Daniel Schmidt am Apparat. Hören Sie mich? Ich melde mich von der Firma CryptoTech. Wie ich weiß, Sie wollten an Finanzbörse Geld verdienen, richtig? Bei CryptoTech. Oder wie? Guten Tag. Hallo, ich grüße Sie, Daniel Schmidt am Apparat. Ich rufe Sie von der Firma CryptoTech an. Wie ich weiß, Sie wollten an Finanzbörse handeln. Ist das korrekt, bitte? Na, wenn Sie das wissen, warum fragen Sie mich denn nach der Korrektheit? Hallo? Mhm. Wunderschönen guten Tag, Frau Schwarz, spricht am Apparat. Ich melde mich von Haupthandelszentrale. Mhm. Wie ich weiß, Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, ja? Was ist ein Haupthandelszentrale? Ich melde mich wegen Ihrer Registration, weil Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen. Ja, wo denn? Wo habe ich mich denn registriert? Also, Sie sind verantwortlich mit Ihren Daten und Sie müssen selber wissen, wo Sie die Daten eingegeben haben, oder? Nee, Sie müssen das wissen, wo ich die Daten eingegeben habe. Das müssen Sie mir nennen. Ich mache keine Statistik von meinen Kunden. Das muss auch keine Statistik sein. Das ist Gesetz, was wir machen müssen. Nee, das müssen Sie mir sagen können. Ansonsten rufen Sie illegal an. Ja. Wunderschönen guten Tag, Frau Schwarz, Sprechapparat. Ich melde mich von Haupthandelszentrale. Wie ich weiß, Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, ja? Woher? Sie sind registriert in diese Richtung und haben Sie auch gehandelt, oder? Ja, woher wissen Sie das denn? Ich melde mich von Haupthandelszentrale. Ich bin Abteilungsleiterin hier und ich habe Informationen von Kunden. Aha, und woher haben Sie die Informationen? Hallo? Ja? Wunderschönen guten Tag, Frau Schwarz, spricht am Apparat von Haupthandelszentrale. Wie ich weiß, Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, ja? Ja, was ist jetzt von mir? Ich habe gesehen, dass Sie Erfahrungen in diese Richtung haben. Haben Sie schon mal mit dem Broker zusammengehandelt? Ja. Okay, und sind Sie zufrieden oder ist das ein bisschen gemischt? Ja, nee, ich bin vollends zufrieden, ja. Mhm. Gut, und wie lange machen Sie das schon? 7 Jahre jetzt. Okay, gut. Und haben Sie auch etwas über den vollautomatischen Algorithmus gehört, richtig? Ja. Das geht ja bei mir auch alles automatisch. Aber Sie haben selber gesagt, dass Sie mit dem Broker zusammen machen. Ja, der stellt mir das ein. Okay. Wenn Sie einen Algorithmus haben, dann wofür brauchen Sie Broker? Was? Wenn Sie einen automatischen Algorithmus haben, ja. Wofür brauchen Sie Broker? Na, der überwacht das Programm, dass auch wirklich alles sauber läuft, weil so ein Programm kann ja jederzeit auch mal abkacken und nicht funktionieren und dann greift der Broker ein. Mhm. Okay. Wollen Sie auch noch ein zusätzliches Plattform treffen? Wozu? Also mit einem neuen Plattform können Sie noch anfangen und Geld profitieren. Wie meinen Sie das? Ich habe doch eine Plattform. Okay, schönen Tag noch. Betrüger. Hallo? Hallo, Sir. Is that Mr. Carr? Klauterbach, da? Ja, mein Name ist Klauterbach, ja. Und was wollen Sie? Sprachen Sie Deutsch, da? Ja. Englisch. No, you don't speak English. Ja, Sie rufen doch in Deutschland an. Wird ja auch Deutsch gesprochen. Ja, genau. Hallo, ich grüße Sie, Daniel Schmidt am Apparat. Ich rufe Sie von der Firma CryptoTech an. Wie ich weiß, Sie wollten an Finanzbörse Geld verdienen, ist das korrekt? Hm. Bitte? Ja. Ja, und wahrscheinlich handeln Sie schon, oder? Ja. Und wie ist das? Was? Wie ist das? Sie sind zufrieden? Ja, was geht Sie das an? Aha. Hallo? Hallo? Ja. Entschuldigung, ich muss mit Frau Claudia Gabelbieg sprechen. Ja, Herr Claudia Gabelbieger, meinen Sie? Noch einmal? Herr bitte? Claudia Gabelbieger. Ja, genau. Ja, ist am Apparat. Ach so. Herr Gabelbieger,
Also am Apparat ist William Fischer, ja? Ich bin Ihr persönlicher Kontomanager auf der finanziellen Börse. Wie geht es Ihnen zuerst? Jawohl, denn was spielt das für eine Rolle? Ich verstehe Ihre Stimme nicht. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja. Was möchten Sie denn? So, ich rufe wegen Ihrer Anmeldung auf Bitcoin-Werbung für Online-Handel, ja? Sie sind vor einigen Tagen auf unserer Plattform auf Tyron Invest registriert. Und ich habe Daten bekommen, dass Ihr Konto ist noch nicht aktiv. Achso. Und deswegen bin ich da, Ihnen zu helfen, Ihr Konto aktivieren, ja? Hm. Schön. Ja, so, erstmal, ich interessiere mich, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ja. So, handeln Sie mit Kryptowährungen? Was? Handeln Sie mit Kryptowährungen? Nö. Aber Sie haben mir gesagt, dass Sie haben Erfahrung in diesem Bereich, ja? Ja. Und Sie handelten nicht mit Kryptowährungen? Richtig, genau. Und welche Erfahrungen haben Sie dann? Was meinen Sie? So, ich wiederhole noch einmal, ja, und letztes Mal. Ich rufe wegen der Anmeldung auf Bitcoin-Werbung für Online-Handel. Und da bin ich Ihnen zu helfen, ja? Mhm. So, ich glaube, Sie brauchen Hilfe von meiner Seite. Brauche ich das? Ja, warum? Okay, ja, schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir nicht. Guten Tag. Hallo? Hallo, guten Tag, mein Name ist Sandra. Ich bin mit der Karl Lausenbengel. Ja, Lausenbengel. Ich grüße Sie. Mhm. Ich rufe Sie an von Stocks.tt, weil Sie haben bei uns ein Handelskonto geöffnet. Ja, Handel? Mit dem Handel, richtig. Ja, wann habe ich denn das Konto bei euch aufgemacht? Wann haben Sie das aufgemacht, meinen Sie? Ja. Ich sage Ihnen ganz genau, das ist von 2022, 1. Januar 2023. Oh. Das ist von guter Zeit. Ja, und nun? Wie bitte? Ja, und nun? Ich hatte gerade nicht verstanden. Was meinen Sie? Ja, und nun? Sie haben 0 Euro drauf. Das Konto ist noch nicht aktiviert. Oh, ich nein. Ich damit ich Ihnen weiter unterstütze. Ja? Genau. Okay. Gut, Ihre Interesse sind gezeigt in Bitcoin, das stimmt? Weiß ich nicht. Und was wissen Sie? Na, ich weiß gar nichts. Haben Sie Interesse weiterzugehen? Aber natürlich. Machen Sie Spaß oder Sie haben... Nein, wieso? Finden Sie das lustig? Herr Karl, sagen Sie mir bitte, was müssen Sie am nächsten Stück machen? Na, das weiß ich doch nicht. Du rufst mich noch an. Sie können mit normalen Ton reden, okay? Ja, ich rede mit einem normalen Ton. Okay, gut. Lassen Sie etwas weiter darüber wissen? Ja, erzähl mal. Was brauchen Sie zu wissen? Das frage ich Ihnen. Na, weiß ich nicht, was muss ich denn wissen? Herr Karl, ich frage Ihnen, ob Sie Interesse haben oder ob Sie Spaß machen. Ja, ich habe gesagt, ja. Sie sind einfach lustig. Nein. Sie sind einfach lustig, was Sie machen und wie Sie reden. Und ich hatte keine Lust für Ihren Spaß. Warum ist das lustig? Warum beleidigen Sie mich? Wir beleidigen nicht. Doch, ich glaube, Sie sind unseriös. Sie glauben, wir ja. sind unseriös. Ja. Aber Sie glauben, wir sind nicht unseriös, Sie glauben das. Ja. Das sind Leute, sie sind nicht sicher, ob wir unseriös sind oder nicht. Ja, aber sie reden so komisch und beleidigen gleich am Telefon. Sie reden auch so komisch. Nein. Ganz komisch reden sie. Ich will mit Ihnen nicht mehr sprechen, Sie sind böse. Gut, danke, wiederhören. Ja, Betrüger. Hallo. Ja, hallo, guten Tag, ich grüße Sie. Mein Name ist Emma Brandt. Ich melde mich von Investing Academy Globales Börse. So, ich habe nur eine Frage für Sie. Haben Sie eine Erfahrung mit Onlinehandel? Nein. Entschuldigung, ist das ein Spiel, oder? Was meinen Sie? Sie rufen mich doch an. Aber Sie haben Interesse gezeigt in unserer Firma, Herr Gerold. Ja, das kann ja sein, aber Sie haben mich noch was gefragt und da habe ich doch nur geantwortet. Entschuldigung? Ja. Haben Sie eine Erfahrung oder nicht? Was meinen Sie denn? Was denn für eine Erfahrung? Wie bitte? Was meinen Sie denn für eine Erfahrung? Ich habe viele Erfahrungen. Haben Sie eine Erfahrung mit Onlinehandel? Ja, auf eBay. Da verkaufe ich immer meine gebrauchten Schlüpfer. Haben Sie eine gute Erfahrung oder eine schlechte Erfahrung? Also mit eBay ausschließlich gut.
eine schlechte Erfahrung. Nein, okay. Das habe ich nicht gesagt. Oh, okay. Ja. So, wissen Sie, was Online-Trading ist? Nein. Online-Handel. Na, Online-Handel ist ja Amazon. Okay. So, Sie haben alleine gehabt oder mit einem Broker? Nein, bis jetzt habe ich immer alleine eingekauft. Okay. Ja. So, Entschuldigung, wie alt sind Sie? Ich bin 29. Wieso? 29? Ja. Okay. Ja. So, arbeiten Sie? Aber natürlich. Okay, was arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Ich putze nackig. Wie bitte? Ich putze nackig. Hallo? Guten Tag, mein Name ist Lisa Bauer, ich bin mit Hamut Schimmeldung. Bin ich korrekt, weil ich habe Sie nicht verstanden? Ich weiß nicht, ob Sie korrekt sind. Das wird sich dann im Laufe des Gesprächs herausstellen. Tja, schauen wir nicht, weil Sie reden ja nicht mehr. Ja, ja, dann halt nicht. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin ein Voldemort. Guten Tag, ja, Voldemort. Ich bin Ivan Malkovic. Es geht um Onlinehandel auf dem Finanzmarkt. Sie haben sich registriert und Interesse geäußert. Haben Sie kurz Zeit zum Sprechen? Ja, worum geht's denn? Also welche Plattform? Ich bin von der Plattform Phoenix Brothers. Und ja, ich bin vom Kundenservice, würde Ihnen gerne bei der Aktivierung des Handelskontos helfen und dann können Sie mit dem Handel anfangen. Ja, und ja. Haben Sie schon Erfahrungen oder ist das Thema neu für Sie? Ist neu. Ist neu, okay. Sie bekommen also einen Finanzexperten von uns, einen Broker, der Ihnen also bei der Handel helfen wird und auch ja fast vollautomatisch dass Handelspositionen geöffnet werden können und ja gehandelt werden kann. Damit sie also nicht so zeitaufwendig für sie bleibt. Ganze Prozess. Hallo? Ja? Für die Aktivierung. Was? Ich muss es schon mehr einzahlen, ja, als Startkapital. Haben Sie vielleicht schon bei der Registrierung auf der Seite gesehen? Was denn? Wie bitte? Ja, genau. 250 € sind fällig und dann können wir das Konto aktivieren. Das ist ja billig. Warum ist denn das so billig? Wie bitte? Warum ist denn das so billig? Gute Frage. Manche sagen, das wäre zu teuer. Ach so. Also 250, das ist Mindestbetrag. Wir haben noch zwei weitere Beträge im Angebot. 1.000 €, 500 € und 1.000 €. Also zwischen diese drei Beträge, 250, 500 und 1000, kann der Kunde also frei auswählen, mit welcher Summe angefangen wird. Ja, aber das ist mir zu wenig. Ja, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Ja, mit mehr. Ja, also je mehr, desto besser natürlich. Sie werden dann noch mehr Profite haben, aber also von diesen drei Beträgen können Sie auswählen, Konto aktivieren und dann nach ein. Was? Sind Sie bereit? Nee, das ist mir zu wenig. Okay, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Ja, mit mehr. Ja, sagen Sie bitte die Summe. Ja, so 100.000 müssen wir schon machen. 100.000? Ja. Ja, für die Aktivierung aber brauchen wir nur maximal 1.000 €. Dann ja, können Sie nach einzahlen. Nee, aber den will ich nicht, das ist mir zu billig. Okay, da können Sie gleich mit 100.000 anfangen. Ja. Machen Sie jetzt Spaß, oder? Nee. Aber Sie finden also, das ja scheinbar lustig, mit so wenig anzufangen. Also das ist ja eklig. Mit so wenig Geld beschäftige ich mich doch gar nicht. Ja, das ist nur die Aktivierung, damit ja. Sie einfach Zugang zu dem Handelsplatz bekommen. Nee, aber wie gesagt, also... Und auch Sie haben mir gesagt, Sie hätten noch keine Erfahrungen. Ja. Okay, woher wissen Sie, ob das 250 also wenig oder mehr ist? Also? Ja, Erfahrung hat ja nichts mit Wissen zu tun, ne? Sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
das kann man ja gar nicht gegeneinander aufwiegen. Sie können also mit 1000 Euro anfangen. Nee, das ist mir zu wenig. Leider so sind die Richtlinien, also... Tja, dann tut's mir leid. Dann ist Ihre Firma uninteressant, weil mit Spielgeld, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Sie können also mit dieser Summe einfach Konto aktivieren und dann gleich einzahlen noch. Ja, will ich aber nicht. Das ist unter meiner Würde. Ich mache doch keine zwei Überweisungen. Wenn, dann überweise ich gleich 100.000. Aber ich mache doch hier nicht zwei Überweisungen fertig. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Eine Überweisung zu tätigen, das ist eine 5-Minuten-Sache, noch weniger. Ja, ist mir egal. Habe ich keine Lust drauf. Das ist mir zu wenig. Okay, wie Sie wollen. Danke Ihnen und schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Hallo? Hallo? Hm? Was denn? Am Apparat ist Sebastian Kraus von Finanzunternehmen. Von was denn für ein Finanzunternehmen? Wir haben bei uns eine Registrierung gemacht. Gemacht? Aha. Ja, und wir haben bei uns eine... Ja? Ja, welches Finanzunternehmen denn? Wir sind Big Panda. Ja, und wann habe ich mich da registriert? Eine Woche schon. Ach so, ja. Erinnert sich doch kein Mensch mehr dran. Wie bitte? Ich sage, da erinnert sich doch kein Mensch mehr dran. Ach so. Sind Sie vielleicht ein YouTuber? Nee, wieso? Ja, doch. Ja, wenn Sie der Meinung sind, dann bitteschön. Ja, okay, tschüss. Schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund. Wunderschönen guten Tag, Frau Schwarz spricht am Apparat. Ich melde mich von der Haupthandelszentrale. Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, ja? Kann sein, ja. Was denn für eine Hauptzentrale? Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, aber das hat nicht geklappt, richtig? Nö, also bis jetzt bin ich ja nirgendwo angemeldet. Haben Sie Geld investiert? Nee. Noch nicht. Okay, nee. Und... Hauptsache ist, dass Sie Interesse gezeigt haben. Aha. Und warum haben Sie das bis jetzt nicht gemacht? Haben Sie Angst? Sind Sie skeptisch? Na, bis jetzt waren da nur Betrüger bei. Ah, okay. Warum denken Sie so, dass Sie, ob Sie keine Erfahrungen haben? Ja gut, man muss ja keine Erfahrungen haben, um einen Betrüger zu erkennen. Doch? Nö. Wie kennen Sie das denn? Was? Also, wie können Sie das erkennen? Ja, wenn zum Beispiel die Lizenznummern fehlen, kein Impressum vorhanden ist, die Telefonnummer nicht rückrufbar ist, das sind ja alles Indizien für Betrüger. Ah, okay. Und wenn ich jetzt eine Lizenznummer mitteile, was heißt das? Was? Ob ich jetzt eine Lizenznummer geben? Ja, dann zeigt das, ob sie reguliert sind oder nicht zum Beispiel. Natürlich, wir sind reguliert. Ja. Hallo, ich grüße Sie, Daniel Schmidt am Apparat. Ich rufe Sie von der Firma CryptoTech an. Wie ich weiß, Sie wollten an Finanzbörse Geld verdienen, ist das korrekt, bitte? Mit wem wollen Sie denn sprechen? Der Rainer. Wie Rainer? Rainer ist Vorname, Rainer ist nicht Nachname. Wen möchten Sie denn bitte sprechen? Mein Gott, Sie wissen ja, mit wem spreche ich möchte. Naja, ich finde es schon unhöflich, wenn Sie mich nicht bei meinem Nachnamen anmerken. Was? Hallo, schönen guten Tag, spreche mit Klapp Bauterbach. Ja. Ich grüße Sie, mein Name ist Bruno und ich sehe, dass Sie sich bei uns angemeldet haben für Onlinehandel. Aha. Das ist auch der Grund meines Anrufs. Ich wollte fragen, wie... Hallo, guten Tag, ich bin Sein Mayer, spreche ich mit Herrn Scheidenreiter. Ja, Herr Scheidenreiter. Ich kontaktiere wegen Ihrer Anmeldung, wegen Ihrer Interesse, ja? Das ist Bitcoins. Hallo? Ja, was denn? Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung? Moment. Was soll denn das eigentlich für ein Gespräch werden? Wie bitte? Sagen Sie eigentlich auch was, wenn Sie Leute anrufen, oder sagen Sie da nichts? Nein, das ist Online-Handel. Sie haben bei uns angemeldet, wo ich interessiere, warum. Ja, und? Was und? Ich habe schon etwas gefragt. Also eine Frage ist bei mir nicht durchgekommen.
Bisher habe ich alles beantwortet, was... Das war's schon mit der Kakerlaken-Party. Wenn du magst, findest du jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Wir hören uns. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.